Ja, da sind wir wieder. Lauf Nummer 5 steht fest oder Bayreck fest. Und ja, da machen wir dabei. Gehen wir rein. Los geht's. So, weiter geht's. Lauf Nummer 5. So, unsere Aufgabe ist heute wieder 50 Meter Vorsprung zu gewinnen. Das haben wir ja eben schon mal kurz angesehen. So, erstmal überhaupt da vorne zu kommen. Da kommt einer, der ist aber richtig wissen will gerade. Der Nathama, der schön durchdrückt, aber. Momentan führt Uncle Slam. Nicht Uncle Slam, sondern Uncle Slam. Na, viel gebremst, hat er gut gelöst, die gerade. Runde Nummer 2. Ich muss mich konzentrieren, dass ich jetzt die Fick. Weil die Streckenführung ist ein bisschen sehr arg merkwürdig. So, jetzt geht's in die letzte Runde. Der Lauf. Gott sei Dank sind keine 12 Runden wieder pro Runde. Allerdings wie beim letzten Turnier. So, jetzt fahren wir mal die andere, etwas andere Streckenführung. Das wäre mir auch egal gewesen. Wir haben es geschafft. Haben wir die Frage, ob wir die 50 Meter Vorsprung hatten. Ich habe jetzt versucht, noch mal ein bisschen Gas zu geben in der letzten Runde, damit wir vielleicht den Vorsprung ein bisschen ausbauen können. Okay. Keine Ahnung. Gut, weiter geht's. Ich habe es jetzt nicht gesehen, ob es jetzt irgendwie dabei war. So, weiter geht's mit dem nächsten Rennen. Lauf Nummer 6 von insgesamt 8. 5 haben wir bisher gewonnen. Ich denke mal, das Turnier ist damit auch entschieden. Aber wir wollen natürlich den komplett alles machen. Was willst du machen? Oh, fahre die beste Runde. So wird das natürlich nichts. Jetzt ist aber gerade richtig auf der Fresse hier. Hab ich gerade mich ein bisschen sehr verhauen. Damit haben wir Platz 7 und einem verschädigten rechten Vorderrad und einem Motor. Geh mal weg bitte gerade. Geh mal weg. Dankeschön.
Ja, können wir unsere Siegesserie halten? Die wollen natürlich diese 8 Rennen alle gewinnen. Das ist natürlich das große Ziel. Och, geh mir doch nicht jetzt auf den Sack. So, wir sind vorbei an der, an dem einen Auto. Wir machen unsere letzte Runde. Ach, wenn ich nicht jetzt hab. Eigentlich für. Wir gewinnen dieses Rennen. Aber ich komme nicht mit der schnellsten Runde. Ich würde mich sehr schwer wundern. Doch, doch, doch. Aber so gerade eine halbe Sekunde Vorsprung. Wir haben die Best. Und damit die Aufgabe gelöst. Und damit haben wir die Aufgabe tatsächlich gepackt. So, letzter Lauf. Was vorletzter Lauf, Entschuldigung. So, was haben wir denn heute? Auch wieder die 50 Meter, okay. Also, 6 Sieger haben wir jetzt in Folge geholt. Ich gucke mal, Sieg Nummer 7 heute wiederholen. Die Aufgabe ist klar. Jagt mal ruhig die Kollegen da. Jetzt glücklich, dass du gewonnen hast oder dass du jetzt Führer. Ich habe jetzt mal rausgehauen oder rausgedreht, wenn mir ein bisschen auf den Sack ging. Oh, eine komische Streckenführung. Ich glaube auch nicht, dass wir die 50 Meter geschafft haben. Bin ich mir ziemlich sicher. Ich meine, den Sieg haben wir.
Doch, haben wir wohl. Ja, nimm ich mit. So, letzter Lauf. Wahrscheinlich. Letzter Lauf für heute. Und dann haben wir's. Können wir den achten Lauf in Folge auch gewinnen und dann besser durchs Turnier kommen als vorher? Und dann gucken wir mal. Was ist wieder? Haben wir die heute unsere Aufgabe? Ah, gewinnen. Okay. Kann man alles so machen. Alle Tagesziele schaffen, alle Rennen zu gewinnen. Mal gucken. Dazu müssen wir jetzt das Rennen eigentlich nur noch gewinnen. So, nach wenigen Kurven sind wir schon mal durchs Feld durch. Was sehr, sehr gut ist, weil wir dadurch ein bisschen Ruhe haben. Ich muss gerade ein bisschen aufpassen, weil wieder die Streckenführung ist. Ich bin nur mit dem nicht auf den Nerven gerade. So, alle machen jetzt erstmal gerade ein bisschen den Druck da hinten. Wir sind immer schon in der zweiten Runde, also. Ja, sagen sie die Rennen nicht. Also ich bin auch froh, dass es keine 12 Runden oder 6 Runden oder was auch immer sind. Gut, nee, muss man wissen, wie es kommt. Aber wir haben ja schon beim letzten Turnier ja mit insgesamt 12 Runden ordentlich Arbeit leisten müssen. Das ist jetzt Gott sei Dank ein bisschen entspannender. Aber ab und an ist das auch mal wichtig. Ab und an ist das auch mal gut. Falls mal die Alternative da, okay, das ist die Hauptstrecke besser. Letzte Runde. Aktuelle Führung. Ganz deutlich mit über 6,5 Sekunden. Okay, die wird jetzt ein bisschen kleiner werden, weil wir da jetzt einen Fehler eingebaut haben, und zwar den wir an der Wand hängen geblieben sind. Glück gehabt, weil die jetzt gerade schön sind, einer entgegengekommen ist. Ich dachte mir, der rappt der jetzt so in die Karre rein. Und damit haben wir sogar geschafft, alle 8 Läufe zu gewinnen. Also, sie hat mich sehr. Fand ich cool, das Turnier. Also, nicht, weil wir alle 8 Läufe gewonnen haben, sondern weil es einfach, Anführungszeichen, mal ein bisschen entspannter war. Und nicht nur. Naja. Alle 8 Bonusziele erreicht. Volle Punktzahl. 800 von 800 haben wir geholt. Dann würde ich sagen, machen wir heute Feierabend und in der nächsten Folge machen wir wieder ein bisschen was anderes. Bis dahin und tschüss.